Wenn wir mal ehrlich und kritisch in unseren Kleiderschrank schauen, dann stellen wir fest, nachhaltig ist da wohl wenig. In kaum einer anderen Branche kommt so viel Gift zum Einsatz wie in der Textilindustrie. Dabei gibt es längst Alternativen. Welche das sind, wir finden es raus. Und wie fair ist dein Kleiderschrank so persönlich? Wir schauen aufs Thema Leder. Das hier sieht nur aus wie echtes. Das ist Apfelleder. Da frage ich mich jetzt, ist das automatisch besser für Klima und Umwelt? Auf was können wir achten? Nicht nur beim Shoppen, sondern auch beim Klamottenwaschen. Oder wenn es um das digitale Shoppingvergnügen geht und wir online bestellen. Danke, Maus! Ihr merkt, es gibt viel zu besprechen. Los geht's! Textil boomt, vor allem Mode aus Polyester. Das ist eine Kunstfaser aus Erdöl. Aber immer mehr Menschen schaffen sich ein Bewusstsein dafür. Der Umsatz von fairer Mode ist vom Jahr 2018 auf 2019 um 33% gestiegen. Ich frage mich, was ist das eigentlich genau, faire Mode? Und wie kann ich erkennen, ob ein Kleidungsstück wirklich fair ist? Erstmal zu den Fakten. 60. Freunde, 60 Kleidungsstücke kauft jede und jeder von uns im Schnitt pro Jahr. Und wir tragen sie immer kürzer, aktuell nur noch halb so lange wie noch vor 15 Jahren. So, und warum ist das ein Problem? Nach der Ölindustrie ist die Modeindustrie der schmutzigste Wirtschaftszweig der Welt mit enormen Mengen Müll und CO2. Man geht davon aus, dass die Modeindustrie für 8-10% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das ist so viel wie der internationale Flugverkehr und die Schifffahrt zusammen. Darum brauche ich jetzt eine Fachfrau für faire Mode. Marie Nasemann hat 2009 den 3. Platz bei Germany's Next Topmodel belegt. Mittlerweile engagiert sie sich beruflich im Bereich Fair Fashion und bloggt regelmäßig über nachhaltige Mode und einen nachhaltigen Lebensstil. Wie kam es dazu, frage ich mich. 2013 war für mich ein bisschen Schlüsselerlebnis. Da ist nämlich die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt. Da wurde für verschiedene Modekonzerne produziert, die es eigentlich in jeder deutschen Innenstadt zu kaufen gibt. Und das habe ich damals im Fernsehen gesehen. Und diese Bilder haben mich so schockiert, dass ich einfach für mich festgestellt habe, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss was in meinem Leben verändern und mein eigenes Konsumverhalten auf den Kopf stellen. Laut einer Studie der Organisation Christliche Initiative Romero beträgt die Arbeitszeit der Näherinnen auch heute oft noch bis zu 80 Stunden pro Woche. Manche der befragten Arbeiterinnen erhalten dafür nicht einmal den Mindestlohn von umgerechnet 85 € pro Monat. Bei Fair-Fashion-Herstellern ist das anders. Sie stehen für angemessene Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Aber dieser Begriff Fair Fashion ist eigentlich inzwischen schon so ein bisschen allgemeiner und umschließt eigentlich auch so ökologische Aspekte. Also dass das Kleidungsstück eben nicht nur unter fairen Arbeitsbedingungen produziert wurde, sondern sozusagen auch fair zur Umwelt ist. Also man kann jetzt nicht bei Fair Fashion bei jedem Teil sagen, dass es jetzt von vorne bis hinten macht alles richtig, sondern es gibt ganz viele Nuancen. Aber es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, die Zukunft der Mode, weil so wie wir gerade produzieren und vor allem diese Massen, die wir produzieren, das können wir gar nicht so dieses System so lange aufrechterhalten, sondern irgendwann ist einfach Schluss mit Ressourcen. Bei der Herstellung von Textilien und Bekleidung werden viele Chemikalien verwendet. Etwa 43 Millionen Tonnen pro Jahr. Zusätzlich verbraucht die Modeindustrie etwa 10% des industriell genutzten Wassers. Eine bereits sichtbare Folge ist zum Beispiel die Austrocknung des Aralsees in Zentralasien. Grund der enorme Baumwollanbau in der Gegend. Das ist weltweit eine der größten vom Menschen verursachten Umweltkatastrophen. Das Label GOTS zum Beispiel verbietet den Einsatz von Risikochemikalien bei der Herstellung von Kleidung. Auf die verschiedenen Siegel gehen wir später noch genauer ein. Und wie fair ist dein Kleiderschrank so persönlich? So 70% der Teile in meinem Kleiderschrank ist fair. Aber da sind natürlich auch noch viele Teile drin, die ich einfach schon seit 10, 15 Jahren mit mir rumtrage. Da ist auch ganz viel Vintage-Mode dabei. Das ist zwar nicht unbedingt Mode, die fair produziert wurde, aber es ist auf jeden Fall auch eine super nachhaltige Art und Weise zu kaufen, indem man eben Secondhand kauft und die Kleidung so im Kreislauf behält. Ich bin jetzt auch in einem Fair-Fashion-Laden und ich bin etwas erschlagen, auch von Siegeln und von Informationen. Jetzt, wenn ich hier mal rumlaufe, hier zum Beispiel sind T-Shirts. Da steht dann einmal drauf, fair,
Dann gibt es aber T-Shirts, die sind fair und bio. Worauf kann ich denn als allererstes mal achten? Wenn du jetzt da zwei verschiedene Siegel drauf hast, einmal für faire Produktion und für ökologische Produktion, dann ist das eine super Sache. Gibt es auch ein Land, was ich zum Beispiel kategorisch ausschließen müsste, oder ist es eigentlich egal, weil Fair Fashion kann aus jedem Land der Welt kommen? Das Land gibt leider keine wirkliche Auskunft. Es gibt auch in Indien zum Beispiel Fair Trade Firmen, sogar auch in China. Es gibt auch Sweatshops in Italien, also selbst wenn da Made in Italy draufsteht, kann es sein, dass Leute ausgebeutet wurden, um dieses Kleidungsstück zu produzieren. Trotzdem, wenn man natürlich etwas aus Europa produziertes einkauft, weiß man zumindest schon mal, dass jetzt nicht das Teil um die halbe Welt geflogen ist, was natürlich für den ökologischen Fußabdruck schon mal etwas besser ist. Okay, persönliche Frage, Marie. Ich habe ein grünes Hemd an, ich habe eine graue Hose und Sneaker an. Das ist so mein Style. Steht es mir überhaupt? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ist das eine Farbe für mich? Ja, definitiv. Also ich würde sagen, es passt gut zu deiner Haarfarbe. Die Brille finde ich übrigens auch sehr schön. Es ist nicht so einfach, ganz ausgefallene Teile in Fair Fashion zu bekommen. Deshalb fang erstmal mit den Basics an. Und wenn man dann eben noch ein paar ganz exzentrische Teile sucht, dann finde ich, kann man immer ganz gut in so Secondhand- und Vintage-Stores gehen und gucken, ob man da noch irgendwas findet, was dem Outfit noch so ein i-Tüpfelchen gibt. Ich danke dir für die ganzen Informationen. Liebe Grüße zu dir. Ciao. Ciao. Okay, Fair Fashion ist also eher basic und selten ausgefallen, damit sie lange tragbar ist. Gut, dass mein Stil auch nicht ausgefallen ist. Aber wie leicht lässt sich denn ein ganzes faires Outfit zusammenstellen? Und wie viel kostet das am Ende? Redakteurin Julia macht den Test mit mir. Du hast jetzt 2 Stunden Zeit, um dir für 200 Euro ein neues Fair Fashion Outfit zu kaufen. Okay, Challenge accepted. Das ist echt direkt mal geil. Ein bisschen floral, ne? Boah, ey. Gibt's nicht in meiner Größe? Tja, ne? Das kostet 100 Euro. Hi. Ich finde, ehrlich gesagt, die Hose ist fantastisch. 100 Euro kann man mal ausgeben, ist nicht günstig. Wenn ich sie aber lange habe und sie behält die Farbe, dann ist es ja okay. Neulich hat mal jemand zu mir gesagt, ich sollte nie wieder weiß tragen. Tobi, du hast auch nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Die nervt mich. Ich find's mega. Wir haben ein 12-Euro-T-Shirt und eine 100-Euro-Hose. Das heißt, ich habe tatsächlich fast 90 Euro für Schuhe. Super. Wenn du jetzt nicht die ganze Zeit da dich im Spiegel anguckst, sondern das mal aussiehst und bezahlst, dann hast du... Ja. Ich halte mich an Maries Tipp und beschränke mich auf die Basics. Für Hose und T-Shirt bezahle ich 112 Euro. Es gibt eine Website, wo du Fair Fashion Läden hier im Umkreis finden kannst. Ja. Die Seite heißt Get Changed. Getchanged.net. Genau. Der erste Klick war Loveco Vegan Shoes. Ich habe noch 88 Euro und 5 Cent. Dann müssten wir auf jeden Fall als erstes bei den reduzierten Sachen gucken. Weil eigentlich geht es bei uns eher so bei 90 Euro los. Okay, da fängt es an. Also die meisten liegen eher zwischen 100, 120, 30. Okay. So 100 bis 120 Euro muss man für einen fairen Schuh also schon einplanen. Nicht günstig. Auf der anderen Seite, nicht faire Sneaker von großen Marken kosten meist nicht viel weniger. Ich entscheide mich für diesen Schuh. Der ist reduziert und laut Verkäuferin fair produziert. Was kann denn der Schuh jetzt aus Nachhaltigkeits- und Fairnessgründen? Der besteht zum größten Teil aus Mikrofaser. Okay. Und die Sohle aus Naturkautschuk. Fuck, die sind extrem cool. Jetzt im Spiegel sieht das ganz anders aus. 79 Euro. Ganz genau. Und wir hatten 88 Euro und 5 Cent. Fantastisch. Geil. Mit dem restlichen Geld gönne ich mir noch ein paar Socken, die ebenfalls fair sein sollen. Zusammen mit den Schuhen macht das 87 Euro. Also, mit Hose und T-Shirt komme ich somit auf einen Preis von insgesamt 198 Euro für mein faires Outfit. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich alles bekomme in so einer guten Stunde. Es gefällt mir alles und es waren jetzt 200 Euro für Schuhe, Socken, Hose und T-Shirt. Zugegeben, das ist jetzt nicht günstig. Also Fair Fashion gibt es nicht für 3 Euro. Wobei beim T-Shirt 12 Euro finde ich eigentlich völlig okay. Ob das jetzt aber so nachhaltig ist, wirklich, das möchte ich checken lassen. Und zwar von Expertin Dr. Nele Kampfmeier vom Öko-Institut. Mein Einkauf. Und die einzige Frage an dich erstmal, ist das nachhaltig?
ich sehe das der Hose ja nicht an. Entweder kenne ich die Marke und weiß was da drüber, oder aber ich muss halt nach Siegeln gucken, was ist das Siegel. Das sagt vor allen Dingen was über die Fasern aus. GOTS steht für Textilien, die mindestens aus 70% biologisch erzeugten Naturfasern bestehen. Das Siegel deckt alles, von der Herstellung bis zum Vertrieb, ab. Neben Umwelt gelten auch soziale Kriterien. Jetzt bin ich gespannt, was du zum T-Shirt gleich sagst. 100% recycelt steht schon hier drin. Ist relativ selten zu finden. Dadurch, dass heutzutage fast alle Produkte aus einer Mischfaser sind, ist es ziemlich schwer, die zu recyceln. Weil man ja die Fasern dann voneinander trennen müsste. Die Verkäuferin meinte noch, dass beide Hersteller in der Fair Wear Foundation sind. Ist das gut? Ist das seriös? Die sind sehr transparent. Also man kann tatsächlich bei den einzelnen Marken gucken auf der Website der Fair Wear Foundation, ob es Beschwerden gab, wie die bearbeitet wurden etc. Und nun zu meinen Schuhen. Tricky, am Produkt selbst findet man keine Siegel oder Angaben. Wenn ich in so einen Laden gehe, der mir das garantiert, da würde ich dann wahrscheinlich schon auf die Verkäuferin vertrauen. Die kuratieren das ja, ne? Die gucken vorher, was bestellen wir. Und das ist ja deren Geschäftsmodell, dass die Sachen nachhaltig sind. Wenn ich jetzt mal die Einkaufsstraße entlang gehe und da sind Zara, H&M, C&A und wie sie alle heißen, bekomme ich da auch Fair Fashion? Es gibt Firmen, die haben viel, ich sag mal, konventionelle Ware und dann eine Kollektion, die nachhaltiger ist. Dann ist natürlich das grüne Shirt im Schaufenster und wir haben hier grüne Mode. Das ist ja aber dann nah am Greenwashing. Dennoch ist es so, wenn ich schon in so einem Laden bin und mir dann die nachhaltigen Teile gefallen, sollte ich vielleicht trotzdem eher die kaufen, auch als Signal für die Hersteller, dass das nachgefragt ist. Grüne Mode großer Hersteller ist nicht immer zu 100% nachhaltig. Manchmal wird zum Beispiel nur ein Rohstoff umweltgerecht produziert. Da hilft oft nur eine Nachforschung auf der Website des Herstellers oder man orientiert sich eben an Siegeln. Aber wie finde ich bei den ganzen Siegeln raus, was welches aussagt? Gibt's eine Übersicht für mich? Die nennt sich Siegelklarheit. Da kann ich gucken, wie die einzelnen Siegel bei sozialen Kriterien abschneiden, bei Umweltkriterien. Hier drei Siegel, auf die wir noch achten können. Das Fairtrade-Siegel. Es legt größten Wert auf soziale Standards, gibt aber auch Hinweise auf eine umweltfreundliche Produktion. Die Fair Wear Foundation setzt sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein und steht im direkten Kontakt mit den Arbeiterinnen vor Ort. Und der grüne Knopf. Das ist ein Siegel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Siegel setzt soziale und ökologische Standards. Und es muss die gesamte Lieferkette der Hersteller offengelegt werden. Die Politik arbeitet an einem speziellen Lieferkettengesetz. Das sind unglaublich viele Informationen gewesen, Nele. Ich danke dir dafür. Es ist eigentlich doch gar nicht so kompliziert. Immerhin mit dieser Siegelklarheit kann ich feststellen, ob das vielleicht was ist, was gut ist oder nicht so gut ist. So, super. Vielen Dank. Ich werde mein nachhaltiges Outfit jetzt anpacken und bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Die gute Nachricht, es gibt faire Mode. Fair für Umwelt und Klima und fair für die Menschen, die sie herstellen. Aber man muss schon so ein bisschen schauen. Darum nochmal die wichtigsten Tipps. Wenn ihr faire Mode kaufen wollt, dann findet ihr online eine Übersicht an Läden, die faire Mode verkaufen. Und wenn ihr da drin seid und ihr seid euch nicht sicher, ist das so fair, dann checkt die Siegel an der Kleidung. Und für diesen ganzen Siegelwust, es sind echt viele, gibt es eine Übersichtsseite online oder als App. Wenn ihr bei einer großen Modekette seid und die werben mit Nachhaltigkeit, dann würde ich so ein bisschen aufpassen. Auch hier helfen Siegel und unter uns für 3 oder 5 Euro ein Shirt, das wird nicht unbedingt fair sein. Wie wir nachhaltige Kleidung erkennen, wissen wir jetzt. Aber es gibt noch ein wichtiges Material in der Textilbranche: Leder. Wie die Umweltbilanz da aussieht und ob veganes Leder besser ist, Katharina findet's raus. Mittlerweile wird ja überall mit vegan geworben. Ich krieg auch immer häufiger Werbung online, zum Beispiel hier für vegane Schuhe. Ist härter als ich dachte. Sieht relativ weich aus. Nehmen wir zum Beispiel mal diese Tasche hier. Das ist Apfelleder. Da frage ich mich jetzt, ist das automatisch besser für Klima und Umwelt? Gut, der große Vorteil, dafür muss kein Tier sterben. Jedes Quälen des Tieres wirkt sich negativ auf das Leder aus. Von daher haben wir natürlich ein Eigeninteresse, dass es dem Tier so gut geht wie möglich. Aber schauen wir doch mal genauer drauf, was für Alternativen zu echtem Leder gibt es mittlerweile überhaupt und wie schneiden die im Vergleich ab? Ich greife häufig ja doch eher zu Echtleder, so wie bei der Tasche hier oder wie bei den Schuhen. Ich
weiß, das ist aus Tierwohlsicht eher kritisch zu sehen, aber ich habe bei den Sachen häufig das Gefühl, dass die von der Qualität einfach besser sind und länger halten. Wie problematisch ist jetzt aber dieser Prozess der Lederproduktion und wie läuft das eigentlich ab? Das will ich mir jetzt als nächstes mal angucken und deswegen sind wir hier zu einer Gerberei gefahren. Es riecht hier auch schon ein bisschen streng. Das Team sagt, ich untertreibe damit deutlich. Ich bin gespannt, was uns drinnen erwartet. Ich treffe Geschäftsführer Thomas Strebost. Er zeigt mir heute, wie Leder gemacht wird. Hier in der sogenannten Wasserwerkstatt kommt die gekühlte Rohware an. Direkt vom Schlachter. Handschuhe. Jetzt ist es appetitlich. Von der Rohhaut bis zum fertigen Leder sind es etwa 20 Arbeitsschritte. Diese heute hier kommen von Rindern aus Süddeutschland. Für uns ist es immens wichtig, dass die Haut so sauber ist, wie es nur geht. Das heißt, jeder Mistgabelstich, jedes Quälen des Tieres wirkt sich negativ auf das Leder aus. Von daher haben wir natürlich ein Eigeninteresse, neben unserem normalen menschlichen Interesse natürlich, dass es dem Tier so gut geht wie möglich, dann kriegen wir auch das beste Leder daraus. Diese Häute gehen jetzt in die Fässer und dann beginnt der Escherprozess. Beim Eschern werden die Haare von der Rohhaut entfernt und der Fettanteil reduziert. Dafür werden sie in Chemikalien eingelegt. Wir nutzen Schwefel, Natrium und Kalk in erster Linie und natürlich auch Wasser. Früher wurde zu diesem Zweck Holzasche benutzt, daher stammt der Begriff Eschern. Nach 24 Stunden im Chemiebad werden die Häute entfleischt. Dann geht's ans Gerben. Bei der Gerbung werden die Häute erneut gebadet, diesmal mit anderen Chemikalien. Die sorgen für Haltbarkeit und Stabilität. Das ist jetzt in dem Fall Chrom gegerbt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, dass wir halt mit Chrom-3-Salzen gerben. Chrom-3-Salze sind auch in Tabletten gegen Alterszucker enthalten. Das ist der große Unterschied zum Chrom-6, was eben krebserregend ist. Hochgiftig, aber Chrom-3 eben nicht. Und das ist der große Unterschied. Keine Gefahr für Mensch und Umwelt? Das lasse ich mir später lieber noch mal von einem neutralen Experten einordnen. Denn Chrom steht immer wieder in der Kritik. Man kann auch chromfrei gerben, also rein pflanzlich. Das machen sie hier auch. Allerdings nur bei 5% der Häute. Warum ist das nur so wenig? Die ist wesentlich teurer als eine normale. Ich sag mal, das ist der Faktor 5 mehr an Gerbkosten. Im Laden ist das Gerbverfahren in der Regel nicht am Produkt selbst erkennbar. Manche Hersteller weisen deshalb auf dem Etikett extra auf die pflanzliche Gerbung hin. Umweltfreundlich gegerbtes Leder kann man grundsätzlich an dem IVN-Siegel oder an dem blauen Engel erkennen. Nach dem Gerben wird die Flüssigkeit aus dem Leder gepresst. Danach sehen die heute klassischen Leder schon recht ähnlich. Das Leder ist jetzt aber auch noch feucht, ne? Das ist noch nass. Die gehen auch feucht in den nächsten Schritt, weil da gehen sie ja wieder ins Fass. Und wenn wir die zwischendurch trocknen würden, würden wir Energie verschwenden. Wie viel Energie geht denn für die Lederproduktion drauf? 7,1 Kilowatt pro Quadratmeter. Das ist ungefähr die Größenordnung, die in unserem Betrieb an Energie verwandt wird. Das entspricht grob überschlagen etwa der Energie, die man braucht, um 7-mal Wäsche zu waschen. Wie viel Wasser braucht man, um das Leder zu produzieren? Wir brauchen ungefähr 120 Liter für einen Quadratmeter Leder. Zur Orientierung, das ist etwa 10-mal so viel, wie für die gleiche Fläche T-Shirt-Stoff aus Polyesterfasern benötigt wird. Eine weitere Station, bei der Wasser zum Einsatz kommt, das Färben. Wie bedenklich sind die dort eingesetzten Chemikalien? Jede Chemikalie, die in Europa genutzt wird, muss ja über REACH registriert werden und wird eingeteilt in Gefährdungsklassen. Für den Menschen wie auch für die Umwelt. Innerhalb der EU gibt es also hohe Kontrollstandards. In Ländern wie Indien fehlen diese häufig komplett. Hier kommen oft giftige Chemikalien zum Einsatz. Diese sind dann nicht nur eine Gefahr für die Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern landen auch ungefiltert in Flüssen und Seen. Warum wird denn nicht mehr in Deutschland hergestellt? In Deutschland wurde in den 60er Jahren, 70er Jahren die Umweltgesetzgebung massiv verschärft. Und die Gerber, die damals schon, sagen wir mal, finanziell nicht so gut aufgestellt waren, konnten sich nicht leisten, eigene Kläranlagen zu bauen. Und ohne Kläranlage keine Gerberei. Das heißt, es ist eine Kostenfrage. Es ist auf jeden Fall eine Kostenfrage. Ich nehme mit, fürs echte Leder geht viel Energie und Wasser drauf. Was die verschiedenen Gerbverfahren, also mit Chrom oder pflanzlich, wirklich mit der Umwelt machen, dazu kommen wir noch. Ich will jetzt erstmal wissen, was die Vorteile von veganem Leder für die Umwelt sein sollen.
Das Forschungsteam von Scobitech entwickelt hier in Leipzig vegane Lederalternativen im Labor. Die wohl bekannteste vegane Alternative, die es auf dem Markt gibt, das klassische Kunstleder. Es ist weit verbreitet und besteht aus Kunststoffen wie PU oder PVC und ist deswegen nicht biologisch abbaubar. Dann gibt es noch biobasierte Alternativen. Das sind zum Beispiel Apfel- oder Ananasleder. Die sind aber auch mit Kunststoffen beschichtet, weil sie sonst nicht halten würden. Man kann sie deswegen nur schwer recyceln. Da wird quasi auf Kunststoff, also auf einem erdölbasierten Produkt, einfach vegan draufgeschrieben. Aber ob das so sinnvoll für die Umwelt ist? Bei Scobitech wollen sie genau auf diesen Kunststoffanteil verzichten. Mithilfe von Bakterien wird hier Zellulose erzeugt, aus der dann das vegane Leder gemacht wird. Und wie energieaufwendig ist dieser ganze Prozess? Die Mittel der modernen Biotechnologie ermöglichen es hier, besonders rohstoffsparend Produkte zu generieren. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel im Vergleich zu tierbasiertem Leder nur einen Bruchteil der sonst benötigten Mengen an Wasser, Nährstoffen einsetzen müssen. Auch der energetische Aufwand entspricht einem Bruchteil dessen, was pro Quadratmeter Tierhaut dann im Leder anfallen würde. Aber genug von der Theorie. Jetzt will ich mir das Wundermaterial der Zukunft mal genauer anschauen. Ist härter, als ich dachte. Sieht relativ weich aus, aber ist doch relativ fest von der Struktur. Wenn ich das jetzt hier nehme, es ist quasi unkaputtbar. Wo genau sind da die Grenzen von eurem Produkt? Es ist ja ein komplett neues Produkt. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, wie verhält sich das in 20 Jahren. Das ist absurd. Das Material aus bakterieller Zellulose muss sich also erst noch im Praxistest beweisen. So könnte es am Ende aussehen. Also das hier kommt schon relativ nah an echtes Leder dran. Jetzt seid ihr ja gerade noch in der Entwicklung. Wie lange wird es denn dauern, bis ich zum Beispiel so eine Laptop-Tasche im Geschäft kaufen kann? Unserer eigenen Planung nach sind wir in der Lage, nach 2 Jahren Pilotanlage in die industrielle Produktion zu gehen, wo weit über den reinen Bemusterungsbedarf der Industrie Material produziert werden kann. Also ein paar Jahre wird es wohl noch dauern. Das klang ja alles im Labor gerade richtig gut. Die Produktion soll Platz- und wassersparend sein und am Ende weniger Treibhausgase verursachen. Aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Wenn ich mich heute entscheiden muss, echtes Leder oder veganes? Für eine neutrale Einschätzung fahre ich zum Forschungsinstitut für Leder- und Kunststoffbahnen in Freiberg. Wie umweltschädlich ist denn die Produktion von Leder? In Europa gibt es dafür relativ intensiv auch ausgearbeitete Standards. Diese Standards werden nicht überall auf der Welt eingehalten. Die Lederproduktion innerhalb der EU muss also viele Auflagen erfüllen. Daher lieber genau auf die Herkunft achten. Man könnte denken, wir haben es dahingestellt, haben wir aber nicht, das stand schon da. Das ist Chrom. Wäre es für die Umwelt nicht besser, weniger Chemie einzusetzen wie Chrom? Dieses Chrom-3, das kommt auch in der Umwelt vor, also auch im Boden. Es kann natürlich sein, dass wenn man jetzt mit einer Chromgerbung arbeitet und das Abwasser nicht reinigt, dass das dann in die Umwelt gelangt. Im Falle des Chroms hat das gar nicht so große Folgen, weil das sehr schnell an den Boden adsorbiert wird. Aber man will es trotzdem da nicht haben. Diese Tasche wurde zum Beispiel pflanzlich gegerbt. Kann man sagen, pflanzliche Gerbung ist besser für die Umwelt als Chromgerbung? Auch das ist pauschal sehr schwierig. Wir haben da vor Jahren schon eine Vergleichsuntersuchung gemacht, wo man gesehen hat, dass man bei Chromgerbung vergleichsweise wenig weitere Hilfsstoffe einsetzen muss und bei anderen Gerbungen vergleichsweise mehr Hilfsstoffe zusetzen muss. Das heißt, man muss eine Gesamtbilanz machen über alles und da schneidet weder das eine noch das andere eindeutig besser ab. Die pflanzliche Gerbung ist also im Prozess aufwendiger. Dafür muss bei der Chromgerbung das Wasser energieintensiv wieder aufbereitet werden. Dann schauen wir doch mal auf die Alternativen. Einmal Ananasleder und einmal Apfelleder. Wie nachhaltig ist denn das? Wenn ich ein Leder lange benutze, dann würde ich denken, würden die Materialien wahrscheinlich nicht so lange durchhalten. Das pflanzenbasierte Leder ist also nicht unbedingt besser als echtes Leder, was einfach sehr lange hält. Aber wie schneidet klassisches Kunstleder bei der Ökobilanz ab? Also die Untersuchungen, die wir bisher gemacht haben dazu, die bilanzieren etwa den ähnlichen Fußabdruck. Wenn ich davon ausgehe, dass ich ein Leder herstelle aus einer Haut, die als Nebenprodukt der Fleisch- oder Milcherzeugung anfällt. Wenn man die Haltung des Tieres noch mit einberechnet, schneidet echtes Leder dementsprechend schlechter ab. Und das neue Wunderleder aus Zellulose? Ist das die Lösung fürs Klima? Dazu müsste man tatsächlich die genauen Bilanzen angucken und sehen, wie viel Energie muss ich einsetzen und
darüber hinaus, was muss ich denn zusätzlich einsetzen? Also beispielsweise die Haut fällt an. Hier muss ich zusätzlich Energie einsetzen, zusätzlich Nährstoffe einsetzen, um die Bakterien zu züchten. Und das führt natürlich dazu, dass ich zusätzliche Aufwendungen habe. Laut Scobitech sind die bisher berechneten Prognosen vielversprechend, aber eben noch Zukunftsmusik. Nach dem Gespräch mit dem Experten würde ich sagen, alles nicht so einfach. Eine allumfassende Ökobilanz gibt es da leider einfach noch nicht. Für das echte Leder spricht, dass es sehr lange hält, das ist erstmal nachhaltig. Die Lederproduktion kann aber verheerende Umweltfolgen haben. Da lohnt es sich übrigens, auf Leder aus Europa zu achten, auch wenn das nicht immer so leicht nachvollziehbar ist. Wer kein tierisches Produkt möchte, kann zu pflanzlichen Alternativen greifen. Da sollte man aber einfach im Hinterkopf behalten, dass auch hier in der Regel Kunststoff verarbeitet wird. Und am Ende ist die Frage, wie lange die Produkte tatsächlich halten. Bleiben noch die Alternativen aus dem Labor? Die klingen erstmal vielversprechend, da fehlt es aber einfach noch an Langzeittests. Am Ende ist nur sicher, nur weil vegan draufsteht, ist es noch lange nicht klima- und umweltfreundlicher. Langlebigkeit ist aber nicht nur beim Leder wichtig, das gilt für all unsere Kleidungsstücke. Wie pflegen wir die richtig und wie geht das umweltfreundlich? Tobi hat sich dem mal angenommen. Dreckige Wäsche rein, Waschmittel einfüllen und Standardprogramm auf Start. So viele Gedanken habe ich mir bisher zur Wäsche gemacht, bis jetzt. Ich frage mich, wie kann ich nachhaltiger waschen? Was bringt ein Öko-Programm? Wenn ich heimkomme und das Ding braucht 3 Stunden, da bin ich leider etwas ungeduldig. Wie nachhaltig sind Waschmittel? Bringen Öko-Waschmittel etwas? Öko ist keine geschützte Bezeichnung. 1000 Fragen und die klären wir jetzt. Also die wichtigste Frage, die wir erstmal rausfinden sollten, ist, wie und vor allem wie sehr belastet Wäsche waschen die Umwelt und von welchen Faktoren ist das eigentlich abhängig? Ja? Gehen wir mal ran. 3 Dinge haben Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Surprise, surprise, die Waschmaschine. Die muss erstmal produziert werden. Das ist enorm energieintensiv. 2. Punkt, Strom und Wasser. Und 3. Punkt natürlich die Chemikalien, die wir reintun, das Waschmittel. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar einfach nur, um euch zu sagen, dass Deutschland im Jahr einen Verbrauch von Waschmitteln hat von 640.000 Tonnen. Auf jede Bürgerin und jeden Bürger runtergerechnet sind das 8 Kilogramm pro Jahr. Ganz schön viel eigentlich. Und die darin enthaltenen Chemikalien landen am Ende im Abwasser. Wie aufwendig es ist, diese Stoffe wieder rauszufiltern, schaue ich mir jetzt im Stuttgarter Klärwerk mit Betriebsingenieurin Maxi an. Als allererstes nehmen wir die groben Stoffe raus, weil es da so ankommt. Stöcke, Steine, Fäkalien, also die festen Fäkalien, Toilettenpapier und auch was die Leute sonst noch in die Toilette schmeißen, was eigentlich nicht reingehört. Boah, so. Aber hier ist der Geruch aber hier wieder ist der auf jeden Buch, Fall. Diese Reststoffe. Boah, als im Kuhstall hier, das ist ja der Wahnsinn. Was war so das Absurdeste in deiner Zeit, was ihr mal rausgefischt habt? Ausweise, Schmuck, Eheringe, Rohrleitungen, wir haben Feuerlöscher, wir haben Kleidung, wir haben Koffer, wir haben... Wie kriegt man denn einen Koffer bzw. einen Feuerlöscher ins Abwasser? Stellenweise, wahrscheinlich über Baustellen kann das passieren. Okay, das ist crazy. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Die Chemikalien im Abwasser, die wir durch das Waschen einbringen. Um die kümmern sich Mikroorganismen. Das sind die Bakterien? Das sind die Bakterien. Es ein bisschen Schokoladenbrühe. Nennen wir es Schokolade, ja, auf jeden Fall. Ja. Kohlenstoffverbindungen, die werden dort umgesetzt. Stickstoff als Ammonium vorliegen. Und das Ammonium wird umgewandelt in Nitrat. Da bauen die Bakterien das Nitrat ab. Mhm. Das wird zu reinem Stickstoff, das entweicht in die Atmosphäre. Und da kommen wir zu einem Problem von Kläranlagen. Bei der biologischen Reinigung entweicht die Stickstoffmonoxid, auch Lachgas genannt, und das gelangt in die Erdatmosphäre. Dieses Treibhausgas ist rund 300 Mal klimaschädlicher als CO2. So, jetzt sind wir ja beim Waschenthema. Tenside und Dinge, die ich nicht aussprechen kann, sind da drin. Was passiert denn hier damit? Es gibt einige problematische Stoffe, die gibt es nicht in jedem Waschmittel, die gibt es nur in manchen. Da sind zum Beispiel die Duftstoffe zu nennen. Die können nicht in jeder Kläranlage gleich gut rausgeholt werden, weil das sind Stoffe, die sind künstlich, die hat der Mensch hergestellt und die Bakterien kennen die einfach nicht und wissen nicht, was sie damit machen sollen. Manche können es so probieren mal quasi, knabbern das an, aber denken sich dann auch, nee, nicht so wirklich.
Und dann kann es also eben sein, dass diese Duftstoffe, die da drin sind, einfach durchs Klärwerk durchgeschoben werden, ohne dass damit irgendwas passiert. Am Ende landen die Stoffe, die das Klärwerk nicht abbauen kann, wieder in der Natur. Die Frage ist, wie schädlich ist das dann? Und woran erkennt man ein umweltfreundliches Waschmittel? So. Duftstoff Hexylcinamal, Konservierungsmittel Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Ich verstehe einfach nur Bahnhof. Aber das Ganze weiß Markus Gast vom Umweltbundesamt. Einen wunderschönen guten Tag. Kann man denn als Verbraucher irgendwo sehen, welche Begriffe schlecht sind für die Umwelt oder welche gut sind? Das ist immer relativ einfach. Wenn ganz viele chemische, komische Bezeichnungen draufstehen bei der Inhaltsstoffliste, dann ist irgendwas mit dem Produkt nicht so ganz toll. Wenn dann nur allgemeine Bezeichnungen draufstehen, wie sensible Bleichmittel und ähnliches, dann ist das okay. Ach so, das ist aber eigentlich eine relativ einfache Formel. Je länger die Zutatenliste, desto schlechter ist es wahrscheinlich für die Umwelt. Das ist genau die richtige Antwort. Wenn ich jetzt nachhaltig waschen will, was ist besser? Ist ein Pulverwaschmittel besser oder ist ein Flüssigwaschmittel besser? Für uns sind immer die Favoriten die Pulver und dort die hochkompakten Pulver. Die haben die höhere Waschleistung, die waschen besser. Das ist die einfachste Möglichkeit, die Umwelt zu schonen. Wenn man dann auch noch die Dosierung beachtet, dann hat man eigentlich schon alles richtig gemacht. Okay, jetzt gibt's ja, wenn ich mal so durch eine Drogerie oder durch einen Supermarkt laufe, auch Waschmittel, da stehen Namen drauf wie Öko oder wie Bio. Gibt es ein Öko- und Bio-Waschmittel? Öko ist keine geschützte Bezeichnung. Meist werden damit Produkte beworben, die möglichst viele nachwachsende Rohstoffe enthalten. Das heißt, möglichst viele Naturstoffe. Nur nicht jeder Naturstoff wird in der Kläranlage auch gut abgebaut. Selbst ein Naturstoff wie Orangenöl, das aus der Orangenschale gewonnen ist, ist nicht unbedingt harmlos. Wenn es ins Wasser kommt, ist es giftig für Wasserorganismen, es ist schlecht biologisch abbaubar und bei uns kann es sogar Allergien auslösen. Okay, dann mal anders gefragt. Gibt es ein umweltfreundliches Waschmittel? Ja, es gibt umweltfreundliche Waschmittel. Das ist eigentlich auch recht einfach zu erkennen. Das sind nämlich Produkte mit dem Blauen Engel oder dem EU-Eco-Label. Die Siegel Blauer Engel und EU-Eco-Label verbieten, dass umweltbelastende Chemikalien im Waschmittel enthalten sind. Dann gibt es nur noch eine Sache zu beachten. Nicht jedes Waschmittel ist für jede Farbe und jedes Textil geeignet. Ich brauche also einen Bausatz von 3 verschiedenen Produkten. Ein Colorwaschmittel für Buntes, das schont die Farbe, ist keine Bleiche drin. Ich brauche ein Vollwaschmittel für helle Sachen, auch wenn ich hygienisch anspruchsvolle Sachen habe. Und natürlich, wenn ich jetzt Seide und Wolle habe, die können mit diesem Produkt nicht gewaschen werden. Ich brauche also ein spezielles Wollwaschmittel noch für feine Wäsche. Okay, das heißt aber, das sind die 3 Produkte, die ich brauche und den ganzen anderen Schnickschnack, den es da gibt, Hygienespüler und so weiter, das kann ich mir eigentlich schenken. Sie brauchen keine Duftkerne, Sie brauchen keine Duftwasser, Sie brauchen keinen Weichspüler, Sie brauchen keine Hygienespüler und gar nichts weiter dazu. Sonst bringe ich unnötig Duftstoffe ins Abwasser. Und viele Duftstoffe reichern sich in der Umwelt an. Die sind tatsächlich eines der wesentlichen Umweltprobleme, die wir haben. Herr Gast, vielen herzlichen Dank. Gern geschehen. Und Sie werden lachen, ich werde gleich eine Waschmaschine starten, bevor ich wieder ins Büro gehe. Nicht nur das Waschmittel, auch die Waschmaschine kann Klima und Umwelt belasten. Was wir beim Kauf und den Einstellungen beachten sollten, das erklärt mir jetzt Dr. Gerion Breul. Ich hoffe, Sie haben die nachhaltig gewaschen, die Wäsche. Nur nachhaltig. Nur nachhaltig. Nur nachhaltig. Wie funktioniert so ein Ding eigentlich? Also wir brauchen Chemie, wir brauchen Mechanik, ne? Wir brauchen die Temperatur, ne? Und dann eben noch das vierte, die Zeit. Das ist dieser schöne Waschzyklus nach Sinner, also dieser Sinnersche Kreis. Diese 4 Komponenten des Kreises sorgen dafür, dass die Wäsche auch wirklich sauber wird. Wenn ich irgendwas reduziere, also die Energie reduzieren will, heißt also Temperatur runter, muss ich die Zeit verlängern, damit ich die gleiche Waschwirkung habe. Also ich kann immer nur eine Komponente zulasten einer anderen verändern. An der Uni kaum angekommen, schon was gelernt. Sinnerscher Kreis. Ist denn also nur dieses Eco-Programm nachhaltig und ist es auch nachhaltig, wenn ich ein Kurzprogramm mache, weil das läuft nur eine halbe Stunde? Also wenn ich das wirklich nutze, was sehr lange dauert und dann eben auch vielleicht mit einer reduzierten Temperatur laufen kann, dann bin ich besonders nachhaltig. Wenn ich heimkomme und das Ding braucht 3 Stunden, da bin ich leider etwas ungeduldig. Und wenn ich dann einen Kompromiss haben will, dann nehme ich eben dann ein kürzeres Programm. Das ist aber nicht mehr unbedingt nachhaltig. Das braucht vielleicht mehr Wasser und mehr Energie. Außerdem wichtig, wer seine Waschmaschine möglichst lange nutzt, der spart Rohstoffe und Energie. Und beim Kauf unbedingt auf die Energieeffizienzklasse achten. Muss man eigentlich mit einer modernen Waschmaschine noch 90 Grad waschen? Weil meine Mutter, die wascht noch bei 90 Grad. Braucht man nicht.
Also die modernen Waschmittel und auch die Maschinentechnologie kann im Grunde genommen heute bei 60 Grad genauso sauber waschen wie früher bei 95 Grad und spart dabei noch erhebliche Mengen an Wasser und Energie. Auch krass, wenn alle Haushalte bei 40 statt bei 60 Grad waschen würden, könnten jährlich 1,3 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. So viel verbraucht eine ganze Kleinstadt in 7 Jahren. Und wer bei 30 statt bei 40 Grad wäscht, der braucht sogar 35% weniger Strom. Das Geile beim Waschen ist, wir haben sehr viel selber in der Hand. Los geht's beim Waschmittel. Einfach Pulver nehmen anstatt flüssig und ihr macht schon mal was richtig. Dann Augen auf bei der Programmwahl. Kurzprogramme brauchen sehr viel Energie und kosten auch sehr viel Geld. Besser die Öko-Waschprogramme nehmen, auch wenn sie länger laufen. Und dann für mich mindblowing, die meiste Wäsche wird bei 30 Grad schon sauber. Ich habe mir online was bestellt und es gerade abgeholt. Das ist ja auch unglaublich praktisch. Manches findet sich nur online und dann brauchen wir nur noch ein paar Klicks und schon ist das Ganze bei uns zu Hause. Hallo, die Post. Post. Danke, Post. Manchmal sogar noch am selben Tag. Eigentlich versuche ich eher darauf zu verzichten und lieber im Geschäft zu kaufen. Denn irgendwie schwingt da so ein schlechtes Gewissen mit. Man hat das Gefühl, das ist nicht gut für Klima und Umwelt. Ich will heute mal der Frage nachgehen, was schneidet besser ab? Einkaufen online oder im Geschäft? Bei der Recherche bin ich auf eine Aufstellung des Öko-Instituts gestoßen. Die haben 2015 einmal kalkuliert, wie so ein Szenario aussieht, wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe, einmal online und einmal im Geschäft. Das Erstaunliche ist, in diesem Szenario schneidet online besser ab. Aber dabei spielen total viele Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel, wie fahre ich zum Shoppen in die Stadt? Oder mit welchem Fahrzeug kommt die Post? Dr. Nele Kampfmeier vom Öko-Institut hat an der Studie mitgearbeitet und forscht zu dem Thema. Also wenn ich online, zum Beispiel wie in dieser Aufstellung, ein paar Schuhe kaufe, ist online dann wirklich besser für Klima und Umwelt? Wenn ich mir rein den Vertriebsweg angucke und da die CO2-Emissionen, dann ist es tatsächlich in der Summe der emissionsärmere Weg einzukaufen. Und vor allen Dingen liegt das, wenn man hier mal guckt, an diesem einen Punkt. Und zwar, weil die Läden selber relativ viel Strom verbrauchen, natürlich auch Fläche etc. Und das fällt im Onlinehandel halt weg. Dafür habe ich hier zusätzlich nochmal hier diese Zustellung. Ne? Und die verursacht natürlich ein bisschen mehr Emissionen, aber halt weniger als die Läden. Was mich total überrascht hat, ist, dass der Faktor Retouren, Rücksendungen, gar nicht so eine große Rolle spielt. Die Ökobilanz des Online-Shoppings wäre natürlich in der Summe besser, wenn es weniger Retouren gäbe. So, also und ich sag mal, Kleinvieh macht auch Mist und deswegen ist es natürlich schon jetzt kein irrelevanter Faktor. Online-Shopping boomt. 2015 lag der Online-Umsatz noch bei knapp 40 Milliarden Euro. 2019 schon bei über 59 Milliarden Euro. Wir bestellen aber nicht nur viel, sondern schicken auch viel zurück. Wenn man sich alle zurückgeschickten Pakete in Deutschland anguckt, kommen im Jahr etwa 280 Millionen Pakete zusammen. Die sorgen für eine Belastung von 238.000 Tonnen CO2. Jetzt habe ich online ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, Same-Day-Delivery anzuwählen. Was hat das denn für einen Einfluss auf die Klimabilanz am Ende? Wenn ich normal mit einem normalen Dienstleister das verschicke, dann planen die in der Regel so, dass die Lastwagen oder die kleinen Laster voll sind. Wenn ich aber Same-Day-Delivery habe, dann fahren die halt teilweise für eine Sendung los. Dann ist die Emission natürlich um ein Vielfaches höher. Worauf sollte ich da noch online achten? Auf die Art der Lieferung. Nicht jedes Mini-Produkt einzeln bestelle. Und dass ich halt keine Sachen unbedingt bestelle, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich einen Anteil wieder zurücksende. Wenn man die gesamte Lieferkette, vom Lager des Herstellers bis zum Kunden betrachtet, geht das Öko-Institut von 600 Gramm CO2 pro Paket aus. Das entspricht einer 4 Kilometer langen Autofahrt. Heißt auf der anderen Seite aber eben auch, wenn ich für nur ein Teil mit dem Auto in die Stadt fahre, ist meine Ökobilanz dafür ganz schnell schlechter. Hinzu kommt dabei die Belieferung der Läden in der Stadt und der Ladenbetrieb mit Ressourcen wie Strom, Wärme und Wasser.
Und im Geschäft, gibt es da etwas, wozu du raten würdest, wie ich da noch nachhaltiger einkaufen kann? Ja, zu Fuß, Fahrrad, ÖPNV ist immer vorzuziehen gegenüber dem Auto. Und wenn ich schon mit dem Auto fahre, dann sollte ich versuchen, auch Einkäufe zu bündeln. Das, was am allerwenigsten Emissionen verursacht, ist, wenn ich einfach weniger einkaufe. Im Gespräch hat sich gezeigt, es gibt sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber meistens hat online tatsächlich die Nase vorn. Es geht nicht nur darum, wo wir kaufen, sondern auch darum, was wir kaufen. Verbesserungsbedarf sieht die Expertin noch bei der sogenannten letzten Meile. Und wie da ein Lösungsvorschlag aussehen könnte, das gucke ich mir jetzt als nächstes an. Immer mehr Paketdienstleister wollen den CO2-Ausstoß bei der Zustellung verringern. Die Deutsche Post nutzt hier in Hannover zum Beispiel E-Lastenräder. Und die zeigt mir jetzt Zustellerin Annika. Und das laden wir jetzt da ein. Richtig, genau. Gut. Gut, dann gehen wir noch die Akkus holen, oder? Ja. Ganz schöne Wege, die man hier zurücklegt. Und wie lange hält so ein Akku? Wie lange kannst du damit unterwegs sein? Den ganzen Tag. Wie leicht fährt es sich damit? Sehr leicht. Ich krieg auch noch ein eigenes Fahrrad, damit ich mitfahren kann. Moment. Irgendwas hakt hier noch. Bremse. Ach, die muss ich hier entriegeln. Ah, jetzt. Jetzt geht es. Ja, fährt sich schon ein bisschen anders. Ja, schon gewöhnungsbedürftig, aber geht. Genau. Ist auf jeden Fall um einiges schwerer als mein Fahrrad zu Hause. So. Bereit zum Einsatz? Ich habe schon mal eine kleine Proberunde gedreht, dann können wir los. Also sie ist mit dem E-Lastenrad auf jeden Fall einiges schneller. Wir haben jetzt relativ wenig Pakete dabei. Sieht das immer so aus oder ist das nur Ausnahmefall heute? Nein, das ist heute nur mal ausnahmsweise. Normalerweise habe ich zwischen... Hallo! Ach, wie schön. Eine Man Kollegin. Kennt sich. Zwischen 30 und 50 Paketen. Ich musste auf dem Fahrrad jetzt ja schon ganz schön treten, um hinterher zu kommen. Würdest du noch mal auf sowas umsteigen? Nicht unbedingt, nein. Wenn es nicht sein muss, nicht unbedingt. Mist. Das ist jetzt der Vorführeffekt, dass keiner aufmacht. Danke, Faust! Hallo, die Post. Ich wollte an die Briefkästen. Ich suche in der Zeit mal den Namen. Ja, es dauert nur dreifach so lange und finde ihn nicht. Und was würdest du sagen, was ist der Vorteil von so einem E-Lastenrad im Vergleich jetzt zu einem Transporter hier in der Innenstadt? Also ich kann natürlich mit dem besser parken als mit größeren Fahrzeug. Ja, für die Umwelt natürlich. Mit einem E-Fahrzeug ist es natürlich besser als mit einem normalen Fahrzeug. E-Mobilität auf der letzten Meile zu nutzen ist sicherlich sinnvoll. Es zeigt sich aber auch, da gibt es noch Luft nach oben. Fassen wir zusammen. Online-Shopping schneidet in vielen Fällen besser ab als der Einkauf im Geschäft. Das soll jetzt aber kein Aufruf sein, wie wild online einzukaufen. Es ist sicherlich trotzdem sinnvoll, das Geschäft um die Ecke zu unterstützen. Wenn ich einkaufe, egal ob im Laden oder online, sollte ich mich immer fragen, was kaufe ich da eigentlich? Ich sollte lieber die Finger von der Instant Delivery Funktion lassen und ich sollte versuchen, nicht unnötig viel zurückzuschicken. Den Kleiderschrank ein wenig nachhaltiger gestalten. Was haben wir gelernt? Online-Shopping ist gar nicht so schlecht, vor allem wenn wir uns genau überlegen, was wir wollen und so wenig wie möglich zurücksenden. Wer auf faire Mode setzen will, der muss sich beim Kauf ein bisschen mit den Klamotten beschäftigen. Hier helfen aber Siegel und sogar Apps. Beim Thema Lederaccessoires könnt ihr auch zu echtem Leder greifen, zumindest aus Umweltsicht. Das sollte aber aus Europa stammen. Die veganen Alternativen sind zwar besser fürs Tierwohl, aber nicht unbedingt nachhaltiger. Und wenn es vegan sein soll, dann das gute alte Kunstleder kaufen. Apfelleder und Co. hören sich zwar fancy an, sind aber nicht unbedingt langlebig. Und wenn die Klamotten dann in die Waschmaschine kommen, auf kompaktes Waschpulver und das Ökoprogramm setzen. So, ich geh jetzt Wäsche waschen und wenn ihr mehr von uns Öko-Checkern sehen wollt, dann findet ihr uns online auf YouTube und Instagram. Bis dann. Super interessant, oder? Und hier haben wir noch Tipps für euch zum Thema. Und auch diese Filme passen ganz gut dazu, könnt ihr euch vielleicht anschauen und sehr gerne natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Am besten sofort. Das geht hier.